Am vergangenen Samstag wurde in der Wurzner Galerie am Markt eine Sonderausstellung über die Geschichte und das Wirken des Industriepioniers Gustav Harcourt in Leipzig und im Wurzner Land eröffnet. Gustav Harcourt dürfte dabei den meisten Menschen durch den Bau der Fernbahnstrecke Leipzig-Dresden bekannt sein. Sein Lebenswerk umfasst allerdings noch deutlich mehr. Die Besucher erwartet eine kleine Sonderausstellung zu dem Wirtschaftsindustriellen Gustav Harcourt, einer Familie, die aus Harcourten hierher nach Leipzig umgesiedelt ist, um hier, würde ich mal sagen, Industriegeschichte zu schreiben. Und wir freuen uns besonders, weil die Initiativen und Gründungen eben nicht nur den Leipziger nächsten Raum betroffen haben, sondern bis weit nach Wurzen das Wurzener Land hineingestrahlt haben. Thematisch ist die Ausstellung unterteilt in den Bereich der Steinbrüche in der Region, die maßgeblich auch auf Initiative von Gustav Harcourt entstanden sind, sowie dem zweiten Teil zum Thema industrielle Entwicklung in Wurzen und Umgebung. Er gehört zu den Unternehmern, die nach Sachsen zugewandert sind, betrifft sehr viele, also ist nicht der einzige, die eigentlich entscheidend dazu beigetragen hatten, dass Sachsen einen Durchbruch erlebt hat, was die Industrialisierung angeht, von 1830er bis 1860er Jahren. Und da gehört Gustav Harcourt auf jeden Fall zu den leistungsstärksten, zu denjenigen, die am meisten Einfälle haben, Ideen haben, die auch in der Lage sind, die Dinge umzusetzen und die auch bei einer Niederlage mal nicht liegen bleiben, sondern aufstehen und weitermachen. Kern der Ausstellung ist ein begleitender 45 Minuten langer Film, der in einer fiktiven Geschichte den Gustav Harcourt in die Gegenwart bringt, wo er sich über die Entwicklung seiner einstigen Steinbrüche und Betriebe erkundigt. Guten Tag, mein Name ist Gustav Harcourt. Ich wurde am 3. März 1795 in Westerbau, Westfalen geboren und wohne gemeinsam mit meinem Bruder Karl seit 1820 hier in Leipzig. Im Film schaut sich Gustav Harcourt nicht nur seinen ehemaligen Steinbruch sowie die Steinarbeiterkantine im damaligen Neuharcourten, heute Max Schönstedt, an, sondern bereist auch andere Wirkungsstätten in der Region wie den Steinbruch in Trebsen und die ehemaligen Hößmannschen Werke, heute die Rath GmbH in Bennewitz, die einst dem Industriepionier Gustav Harcourt gehörte. Es war herrlich irritierend, dass da jemand mit dem Zylinder in die Gießerei zum Beispiel kam oder in die Rath GmbH. Aber es hat sich insofern gut bemerkbar gemacht. Wir hatten mit Alexander Fabig als Person, die den Gustav Harcourt darstellt, haben wir einen ganz tollen Griff gemacht. Also er ist im Grunde wirklich, er hat Harcourt gelebt, also als Schauspieler auch. Zusammengetragen wurden in der Ausstellung zahlreiche Bilder und Exponate rund um das Wirken Gustav Harcourts in Leipzig und dem Wurzener Land. Ein Highlight sind sicherlich die 7 Repliken der Radierungen, die Gustav Harcourt im Zuge des Baus der ersten deutschen Fernbahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden anfertigte. Von der harten Zeit der Steinarbeiter im Wurzener Land erzählen Fotografien und ein Busiertisch, eine Leihgabe des Steinarbeiterhauses in Hoburg, wo Pflastersteine in Handarbeit zugehauen wurden. Diese Ausstellung ist nicht nur eine Hommage an Harcourt und bietet einen faszinierenden Einblick in die Vergangenheit, sondern sie ist auch eine Erinnerung daran, dass Städte und Regionen nur mit ideenreichen, mutigen Unternehmern und kooperativen Netzwerken wachsen und mehr Lebensqualität für uns alle erreichen können. Sie erzählt die Geschichte eines Mannes, der nicht nur technologische Fortschritte vorantrieb, sondern auch die Bedeutung von sozialem Engagement und Bildung erkannte. So
Zur feierlichen Eröffnung waren zahlreiche an der Ausstellung Beteiligte, aber auch Vertreter aus der Politik und nicht zuletzt der Wirtschaft in Wurzen gekommen. Zum letzten Mal findet eine Ausstellung in der Städtischen Galerie statt. Im kommenden Jahr werden die Räume dann von der Bibliothek genutzt und es muss ein neuer Platz für derartige Sonderausstellungen gefunden werden. Ja, also das Kulturhistorische Museum wird mit der Harcourt-Ausstellung seine letzte Galerieausstellung hier vor Ort im Alten Rathaus ausstellen. Danach wird die Jugendbibliothek hier einziehen und wir werden langfristig gesehen aber für unser Museum andere Sonderausstellungsräume von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen. Insofern wünschen wir uns aber natürlich sehr, dass noch einmal sehr viele Besucher hierher kommen, um die besondere Qualität dieses Raumes eben als Ausstellungsraum auch zu genießen und weiterhin das Museum natürlich zu unterstützen, neue Räumlichkeiten zu finden, weil es doch eine besondere Qualität auch der Stadt ist, mit so einem Format in die Öffentlichkeit zu treten. Offenbar scheint es aber hier schon Bewegung zu geben. Aber man sieht ja auch in der Historie, dass etwas, was früher einmal war, schon wieder Wurzeln für etwas Neues schaffen kann. Denn diese Ausstellung markiert tatsächlich den Abschied auch von diesen Räumlichkeiten, aber eben auch einen Neuanfang. Denn dank großzügiger Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wird in Verbindung mit den Manufakturhöfen und im Areal des Kulturhauses Schweizer Garten eine moderne Galerie nach neuesten Standards errichtet werden oder eingerichtet werden. Wir können uns deswegen auf spannende kulturelle Erlebnisse und Ausstellungen in einer zeitgemäßen Umgebung erfreuen. Bis zum 22. Dezember kann die Ausstellung in der Städtischen Galerie am Markt von Donnerstag bis Sonntag jeweils 14 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt kostet wie immer 3 €.